Ja, was wäre die Welt ohne Tiere? Damit möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei QS24 im Format Gesundheit. Gesundheit für unser Haustier, von Kopf bis Fuß, das wünschen wir uns alle, dass unserem Tier es gut geht, geht es uns gut und wir können uns ganz lange an dieser Freundschaft, an dieser Familie mit unserem Tier erfreuen. Wie das, was wir machen können, dass das ganz lange auch dauert und das Tier langfristig gesund ist, dazu möchte ich heute meine Studio-Gerstin herzlich willkommen heißen, nämlich die Stefanie Raub. Hallo, guten Tag. Auch ein Tierfreund. Du bist auch Ja, ein großer ganz Tierfreund, das verrückt, weiß ich, ja, hast genau. auch Ideen und eine hervorragende Unterstützungslösung, die wir aber erst am Ende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darauf zurückkommen möchten. Aber du hast Hunde, du hast eine eigene Pferdezucht gehabt. Ja, ich habe mich Und schon intensiv mit Tierhaltung beschäftigt, also und ja. natürlich auch die Probleme, die da für die Tiere auch entstanden sind, natürlich für mich als Verantwortlichen, und das sollte man vielleicht mal ansprechen. Deswegen haben wir jetzt das hier uns angedacht, dass man einfach viele Probleme bei der Tierhaltung, die automatisch kommen, und die Tiere können halt nichts sagen. Ja. Bevor wir aufs Problem gehen, möchten wir gerne mal Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit ein paar wunderschönen emotionalen Bildern beglücken. Haben Sie viel Spaß. Aua, 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 ich höre es, ich bringe es gar nicht mehr aus dem Kopf. Ist das nicht süß gewesen, dieser Hund Ja. am Schluss? Hat mir zwar auch gerade leid getan, und auf das möchte ich jetzt ein bisschen einsteigen. Gibt es viel mehr Haustiere, die Leid haben und sich irgendwie versuchen zum Ausdruck zu bringen, als uns lieb ist? Ich denke ja, weil ein Hund oder eine Katze oder Haustier, sagen wir mal, die können ja nicht sprechen. Können nicht sagen, mir tut jetzt der Zahn weh oder mir tut jetzt das weh, sondern es ist ja einfach eine Reaktion, eine Verhaltensveränderung. Und wir haben uns eigentlich mit unserem Produkt darauf konzentriert, dass ich bereits präventiv für viele Dinge, die, ja, es geht den Tieren ja genauso wie uns, Übersäuerung, dann nehmen die ja meistens mit dem, die haben ja auch keine Hände zum Essen, sondern sie nehmen alles mit der Nase auf, mit den Haaren, alles bleibt hängen. Wir haben uns ja eigentlich darauf spezialisiert, präventiv was dafür zu machen. Und wenn ein Vorfall ist, können wir natürlich unterstützend dazu beitragen, dass dem Hund eine gewisse Erleichterung, dem Haustier, ich sage jetzt nicht nur Hund, ich sage jetzt dem Haustier, wir haben uns jetzt mit dem Produkt, also auf den Hund momentan konzentriert, dass man dieses schlechte Milieu, womit er, dieses schlechte Bakterienmilieu, Übersäuerung neutralisieren kann, um da einen Ausgleich zu schaffen. Ich glaube, wir gehen darauf später nochmals ein, weil ich weiß, auf was du raus möchtest. Ja. Da habe ich natürlich schon ein Dutzend Fragen zu diesem Thema. Möchte aber gerne die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmals ganz kurz mit einem Einleitungsvideo beglücken und das zeige ich Ihnen jetzt. 10 entscheidende Fehler, die das Leben unserer Haustiere verkürzen. Unsere Haustiere sind unsere Babys. Wir umsorgen sie, wir verwöhnen sie und, seien wir ehrlich, wir bleiben an einem Freitagabend lieber zu Hause und kuscheln mit ihnen, als mit unseren menschlichen Freunden Party zu machen. Es steht außer Frage, dass die pelzigen Schätzchen unsere Familie sind. Aber
Leider begehen viele Menschen unwissentlich einige schwere Fehler bei der Pflege ihrer Haustiere, die zu allen möglichen gesundheitlichen Problemen und sogar einem kürzeren Leben führen können. Das will niemand von uns, also lass uns einen Blick auf die größten Tabus werfen, die du bei der Haustierpflege vermeiden solltest, sowie darauf, was du stattdessen tun kannst. So, wir sind jetzt gerade aufmerksam gemacht worden, dass es 10 Hauptsünden gibt im Umgang mit Haustieren. Ja. Da kannst du dir sicherlich schon vieles darunter vorstellen, was jetzt da kommen möchte. He? Ja. Also wir möchten da die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht lange foltern und ihnen einfach mal diese 10 Hauptsünden zeigen. Und dann gehen wir ein bisschen detaillierter rein, was wir sonst noch machen können. Auch in Bezug auf das, was du eingangs mit dem Milieu noch gesagt hast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt folgt ein Video, das geht eine Weile, ich muss mal schön schauen, ein 8-minütiges Video, aber das ist so gut, ein bisschen von der Tonqualität her nicht optimal, aber bitte verzeihen Sie uns das, ich habe nichts anderes gefunden, was es so punktuell super auf den Punkt bringt. Haben Sie viel Spaß, nehmen Sie es für sich zur Kenntnis. Bis nachher wieder, bin gleich wieder für Sie da. Fehler Nummer 1. Beim Futter nicht wählerisch sein. Egal, ob du deinem Haustier Nass- oder Trockenfutter servierst, sei wählerisch, was die Zutaten angeht. Lies dir immer das Etikett durch, bevor du dich für eine Marke entscheidest. Sie sollte keine Aromastoffe, kein Getreide und keine gentechnisch veränderten Organismen, GVO, enthalten. Was eine natürliche Ernährung angeht, konsultiere immer zuerst deinen Tierarzt oder deine Tierärztin, bevor du entscheidest, womit du dein Haustier fütterst. Zum Beispiel mögen Katzen in freier Wildbahn viel rohes Fleisch essen. Doch für Hauskatzen ist es in Wahrheit gar nicht so gut. Vermeide es auch unbedingt, dein Liebling zu überfüttern. Das ist traurigerweise ein weit verbreitetes Problem unter Haustierhaltern und Halterinnen, das zu schweren gesundheitlichen Problemen der Tiere führen kann. Überprüfe auf der Verpackung immer die Serviermenge und den Kaloriengehalt. Und achte zu guter Letzt darauf, dass deine Haustiere immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung haben. Fehler Nummer 2. Ein Haustier selten zum Arzt bringen. Vernachlässige nicht regelmäßige Tierarztbesuche, selbst wenn dein Liebling dich dafür hasst. Es ist der einzige Weg, um Krankheiten vorzubeugen und jegliche Probleme zu vermeiden, bevor sie zu ernsthaft werden. Bleib immer auf dem neuesten Stand mit Impfungen, um nicht nur dein Tier, sondern auch deine Familie zu schützen. Ja, Tierarztrechnungen können ziemlich hoch ausfallen, aber das gehört zur Verantwortung eines Tierbesitzers dazu. Fehler Nummer 3. Immer offenen Zugang zu Fenstern und Türen gewähren. Solange du keinen eingezäunten Hof hast, der regelmäßig mit Schädlingsbekämpfungsmitteln behandelt wird, sollten deine Haustiere keinen offenen Zugang zur Straße haben. Zuallererst riskierst du, dass dein Vierbeiner davonläuft und sich verläuft oder verletzt. Und sollst du in einer hochgelegenen Wohnung wohnen, kann das Ganze ein tragisches Ende nehmen, besonders was Katzen betrifft. Ihre Instinkte mögen sich einschalten, wenn sie einen Vogel entdecken, aber wenn sie die Verfolgung ihrer Beute aufnehmen, könnten sie dabei leicht unwissentlich aus dem Fenster springen. Um eine Katastrophe zu vermeiden, stell sicher, dass deine Haustiere immer sicher im Inneren sind. Fehler Nummer 4. Nicht sterilisieren oder kastrieren. Das ist eine vollkommen persönliche Entscheidung, die jedem Haustierhalter und jeder Haustierhalterin selbst überlassen ist. Allerdings empfehlen Tierärzte und Ärztinnen Sterilisation und Kastration, da sie deinen Haustieren tatsächlich ein langes und glückliches Leben schenken. Du vermeidest unerwartete Schwangerschaften, die Probleme von Weibchen mit hohen Temperaturen sowie das männliche Markierverhalten. Das Einzige, auf das du bei der Sterilisation von Katzen aufpassen solltest, ist Übergewicht, da viele Miezen nach so einer Behandlung faul werden und ein paar überschüssige Pfunde ansammeln. In diesem Fall solltest du ihre Ernährung im Blick behalten und auf ausreichend körperliche Betätigung achten. Fehler Nummer 5. Körper- und Zahnpflege vernachlässigen. Genau wie Menschen brauchen Katzen und Hunde regelmäßig Mundpflege. Fang an, ihnen im jungen Alter die Zähne zu putzen, damit sie sich an den Vorgang gewöhnen. Es gibt spezielle Zahnbürsten für Tiere, die du in jedem Haustiergeschäft findest. Idealerweise solltest du mindestens einmal im Jahr die Zähne deines Haustiers von einer Ärztin überprüfen lassen, besonders bei schlechtem Atem. Was Körperpflege betrifft, haben verschiedene Rassen verschiedene Bedürfnisse. Zum Beispiel müssen unbehaarte Tiere selbstverständlich nicht gebürstet werden, aber ihre Haut muss regelmäßig gewaschen werden. Tiere mit kurzem Fell brauchen nur minimale Pflege und diejenigen mit langem Fell sollten täglich gebürstet werden. Wenn du nicht darauf achtest, kann das Fell langhaariger Tiere leicht unangenehm verfilzen und es können sogar Hautkrankheiten auftreten.
Und unabhängig von der Rasse müssen allen Katzen und Hunden regelmäßig die Krallen geschnitten werden. Fehler Nummer 6. Waschen vernachlässigen oder es falsch machen. Haustiere müssen unbedingt gewaschen werden. Natürlich sind Katzen ein wenig eigenständiger, was das angeht, also musst du sie nicht unbedingt abduschen. Solltest du beschließen, deine Mieze abzuspülen, ist einmal oder zweimal pro Jahr ausreichend. Was unsere ungestümen Hundegefährten angeht, sie müssen etwas öfter gewaschen werden, etwa alle 3 Monate. Natürlich kannst du deinen Vierbeiner auch öfter waschen, besonders wenn Struppi sich gerade im Dreck gesuhlt hat. Verwende aber ausschließlich sanfte Shampoos, falls du deinen Hund allwöchentlich wäschst. Wasch den Kopf deines Hundes zuletzt, damit er nicht friert und zu zittern anfängt. Vermeide es, Wasser in die Ohren laufen zu lassen, besonders bei Rassen mit Schlappohren, da sie anfälliger für Entzündungen sind. Fehler Nummer 7. Essen vom Tisch abgeben. Sämtliche Tierärzte und Ärztinnen sind sich einig, dass es eine furchtbare Idee ist, Haustieren Menschenfutter zu geben. Das Verdauungssystem deines Haustiers kann das meiste, was wir essen, gar nicht verarbeiten. Ich weiß, wie schwer es ist, einem niedlichen Hundeblick oder einem einschüchternden Katzenblick zu widerstehen, aber erinnere dich einfach daran, dass du nur das Beste für deinen Liebling möchtest, wenn du Nein sagst. Fehler Nummer 8. Zu wenig Aufmerksamkeit. Dein geliebter Vierbeiner braucht deine Liebe und Aufmerksamkeit. Klar, die meisten Katzen sind etwas unabhängiger, aber trotzdem musst du deiner Mieze Liebe geben. Was Hunde angeht, Junge, die sehen sich nach Beachtung. Und das ist ganz natürlich für den besten Freund des Menschen. Haustiere brauchen Sozialisierung und menschlichen Kontakt, um sich körperlich, emotional und sozial weiterzuentwickeln. Ansonsten können sie leicht verängstigt, aggressiv und ungehorsam werden. Und vergiss auf keinen Fall, ihnen zu sagen, was für ein braver Junge oder braves Mädchen sie sind. Das ist von entscheidender Bedeutung. Fehler Nummer 9. Das Halsband nicht überprüfen. Die Zeit vergeht im Flug und unsere Lieblinge wachsen schneller, als wir es gerne hätten. Außerdem legen sie genauso wie Menschen an Gewicht zu. Achte also darauf, hin und wieder zu prüfen, ob das Halsband zu eng ist. Bei Katzen und kleinen Hunderassen sollst du problemlos einen Finger zwischen Band und Haut schieben können. Bei mittelgroßen und großen Hunden sollten 2 Finger dazwischen passen. Achte aber genauso vor dem Gassigehen darauf, dass das Halsband deines Hundes nicht zu locker ist. Sonst könnte dein Vierbeiner herausschlüpfen und davonlaufen. Fehler Nummer 10. Einen Hund ständig einpferchen. Hunde jeden Alters und aller Rassen sollten ausreichend Zeit im Freien verbringen, um Auslauf zu haben, mit anderen Hunden zu interagieren und auf Entdeckungsreise gehen zu können. Wenn sie nicht genügend körperliche Betätigung und Stimulation bekommen, können Hunde übergewichtig werden, was zu einer ganzen Reihe gesundheitlicher Beschwerden führen kann. Abgesehen davon kann sich die angestaute Energie in Form von angekauten Schuhen und Möbeln äußern. Aber auch Wohnungskatzen brauchen Bewegung und geistigen Antrieb. Auftritt der Kratzbäume und Klapperspielzeug. Natürlich haben manche von uns auch ganz andere Haustiere, wie Sittiche oder Meerschweinchen. Schauen wir uns also an, was bei diesen kleinen Kerlchen zu beachten und zu vermeiden ist. Sittiche. Sperre Sittiche nicht ununterbrochen in ihrem Käfig ein. Vögel brauchen körperliche Betätigung und Unterhaltung. Es sind soziale Wesen und müssen mindestens 30 Minuten am Tag spielen und kommunizieren. Richte ihre Ernährung nicht allein auf Körner aus. Du kannst deine Vögelchen mit frischem Gemüse, Obst, Petersilie und sogar Zweigen füttern. Bei einer so ausgewogenen Ernährung bleiben sie gesund und außerdem wird dir auffallen, wie gut gelaunt sie sein werden. Halte sie nicht in deinen beiden Händen, das stresst sie ungemein. Du solltest deinen Vogel auf deinem Finger oder in der offenen Handfläche sitzen lassen. Meerschweinchen. Was du beim Kauf eines Meerschweinchens unbedingt im Gedächtnis behalten solltest, ist, dass es viel Raum braucht, um sich frei bewegen zu können. Ein zu kleiner Käfig beeinträchtigt negativ die Lebensqualität und Gesundheit deines Schweinchens. Stutze ihm das Fell, wenn es ihnen ausfällt oder es zu heiß ist. Du kannst es auch generell etwas kürzer scheren, um ihre Haut etwas zu entlasten. Tierärztinnen und Ärzte raten dazu, alle 6 Monate die Krallen zu kürzen. Wie bei allen Tieren, groß und klein, ist die Ernährung wichtig. Meerschweinchen können bei falscher Ernährung sterbenskrank werden. Ihr Futter sollte zu 60% aus Heu, zu 20% aus Körnern und zu 20% aus frischem Gras, Gemüse und Obst bestehen.
Außerdem sollte dein Meerschweinchen immer Trinkwasser mit einigen Vitamin C-Tropfen haben. So, Stefanie, diese 10 Hauptsünden, da kann man natürlich vieles darüber diskutieren. Man sieht die Zahnpflege, man sieht einige Dinge vom Fell her, man sieht die Ernährung und die artgerechte Haltung von Tieren. Aber ich möchte ja eigentlich, dass mein Tier gar nicht in eine solche doofe Situation reinkommt und lieber präventiv was tun. Und du hast mir heute in einem Vorgespräch gesagt, dass die Tiere ständig mit der Nase überall ihre Nase reinhalten, oder? Ja, das sind eigentlich wie ein Bakterien- und Virenstaubsauger, muss wirklich sagen. Ein Bakterien- und Virenstaubsauger, noch nie gehört dieses Wort. Das muss ich jetzt ein bisschen bildlich vorstellen. Ja, okay. Das ist eigentlich, ob es Katze, Hund, Pferd, egal, ist es so, dass sie ja auch natürlich, selbstverständlich, wie immer, auch über die Ernährung. Man versucht da sein Bestes, aber hauptsächlich in der Umwelt, auf der Straße, überall, nehmen die permanent ein schlechtes Bakterien- und Virenmilieu auf. Ja, klar. Sie lecken überall und so weiter. Sie nehmen das einfach direkt in den Mund. So muss man sich das vorstellen. Oder so ist es einfach. Und dadurch kommen natürlich, das ist eigentlich die Ursache für viele, viele negative Reaktionen. Die Hunde nehmen ja nicht früh die Zahnbürste in, und Zahnbürste ist gar nicht so schlecht, aber das Spülen fehlt komplett. Und permanent wird es ja dann auch vom Maulbereich in den ganzen Organismus transportiert. Der Hund kann jetzt nicht, wie der Mensch, über die Haut so viel absorbieren. Na, das ist ja ein ganz anderer, die Hautfunktion ist ja unterschieden zum Menschen. Es gibt schon Reaktionen, wie jetzt zum Beispiel diese Talgdrüsenentzündungen und, mit dem ja jeder Hundehalter, jeder nicht, aber viele mittlerweile damit zu kämpfen haben. Und wir haben uns mit dem Produkt einfach darauf spezialisiert, dieses schlechte Bakterien- und Virenmilieu, ganz egal, wo es jetzt herkommt. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gesagt über die Aufnahme ob es jetzt von außen oder von innen kommt, einfach zu neutralisieren. Und die zum Beispiel Zahnfleischentzündung betrifft. Wenn der Hund Zahnfleischentzündung hat oder Bakterien sich ablagern, bekommt er Zahnstein. Das Ganze nimmt er über den Organismus auf, also über die Zunge natürlich, über alles mögliche Schleimhäute. Aber das geht mir schon ein bisschen zu schnell, weil... Wie soll ich denn erkennen, dass mein Hund irgendeine Zahnfleischentzündung hat? Soll ich dem jeden Tag in den Mund schauen? Nein, ein Mensch kann sich ausdrucken, aber das Tier doch nicht. Ja, das ist genau das Schlimme, aber das geht halt einfach. Das ist ja ein schleichender Vorgang, wie wir auch einen Alterungsprozess haben. So ist es natürlich auch ein schleichender Vorgang, nämlich präventiv jeden Tag einmal unser Dog Protect Spray. Und bewirke damit, dass dieses negative Bakterien- und Virenmilieu im Maul, muss ich sagen, des Tieres schon mal neutralisiert wird. Dann habe ich schon mal die halbe Miete, wie man so sagt. Ja? Jetzt habe ich es verstanden. Also da möchte ich auch vielleicht den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mal sagen, sie hat eine Kosmetiklinie entworfen, eben auch für Tiere, wo es darum geht, dass wir... ein Milieu ausgleichen, wo in eine Disbalance reinkommt. Also jede Krankheit, jede Entzündung und jeder Schmerz bei Tieren wie auch bei Menschen kommt aus einer Übersäuerung. Und eine Übersäuerung ist ein sogenannter Elektronenmangel. So, Ihre Kosmetiklinie hat einen Elektronenüberschuss. Also wie eine Duracell-Batterie. Ich spreie mir diesen in den Mund rein. Übrigens kann man bei Menschen auch. Ja. Dürfen wir wahrscheinlich nicht, dürfen wir leider nicht, ja. Also dürfen wir nicht machen. Weil wir sind im Kosmetikbereich tätig. Gut, dann für Tiere. Ja. Man spreit das in den Mund rein und gibt eigentlich eine Duracell-Batterie in den Mundschleimhaut und gleicht eigentlich sofort dieses übersäuerte Milieu aus. So, da werden wahrscheinlich die Keime und die Viren nicht ein gutes Milieu finden, um sich weiter zu vermehren, sondern die werden sterben. Richtig, das wollen wir auch erreichen. Also ist diese Kosmetik, diese Idee, einfach präventiv, einfach dem Tier einmal am Tag in den Mund zu spreien? Ja. Gut. Es wird auch dieser Maulgeruch besser. Also ich habe wirklich Anwender bereits, die diesen Maulgeruch unheimlich verbessert haben. Wir haben ja dieses Spray speziell, da haben wir große Erfolge. Ich habe selbst eine 10-jährige
Hündin, die wir natürlich damit behandeln. Wir sind ja überzeugt davon. Und die hat wirklich ein ganz tolles Gebiss. Ich musste noch nie den Zahnstein entfernen lassen. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Zahnfleisch. Und auf dieses Spray haben wir dann auch noch für die Haut, wo man viel bei Rassehunden hat, oder weiße Haut ist ja sehr, sehr empfindlich. Haben die oft diese Talgdrüsen, diese Knötchen, diese Pickel, die dann auch entfernt werden müssen. Teilweise entzünden sie sich, muss der Tierarzt sogar öffnen. Also ja. Überall, wo das Tier irgendwelche Wunden hat, kann man ist eigentlich ideal, ideal. Die volle Batterie in den Richtig, Mangel legen. Auch bei Wundheilung. Und dann ist es wieder besser. Spray und Gel, Narben werden weicher, lösen sich auf. Ja. Diese Zellen, diese harte, diese Vernarbung dann auch bei, ja, sie, manchmal beißen sie sich ja auch. Ne? Ich habe sofort das Spray dabei, ich kann das neutralisieren und einfach zur Heilung cool. anregen. Ja. Also einfach auch, ich möchte das Wort Desinfizierung gar nicht nennen, weil das hört sich so medizinisch an, aber ja. eigentlich ist es eine Desinfektion. Ja. Und zwar in einer Form, dass ich die guten Bakterien, die ich eigentlich für Wundheilung und so weiter brauche, nicht damit zerstöre. Das heißt, die Wundheilung wird eigentlich so angeregt, dass ich wirklich die Wunde sehr viel schneller schließt. Es passiert, es nässt nicht, es altert nicht, es ist einfach eine unheimliche Anregung der Wundheilung. Okay. Hab's verstanden. Und mein Hund, vielleicht noch 20 Sekunden, hatte immer eine furchtbar trockene Nase. Ja. Und dann hat es auch Risse reingegeben, hat ihm furchtbar wehgetan. Ja. Macht man das dann auch mit diesem Spray? Oder einmal Spray, um so, ja, um so das Milieu oder desinfizieren, wie du sagst. Und dann natürlich das Gel, ja, das Gel einfach mal drauf, was ihm die Feuchtigkeit gibt. Er wird es ablecken, ja. weil es ihm gut tut. Aha. Aber ein paar Sekunden wenigstens einwirken lassen, ist ja. die Einwirkungsphase ist sehr, sehr schnell. Okay. Einfach mal gucken, dass er nicht leckt, vielleicht mal die Zunge. Ja, einfach mal gucken. Aber es muss nicht stundenlang jetzt da mit Halskraus und was weiß ich. Mhm. Es wirkt und dann kann er das auch nicht mehr wegschlecken. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben gehört, es ist eigentlich unglaublich, dass man selbst für Tiere einen aktiven Beitrag leisten kann an das Wohl und der Gesundheit unserer lieben Familienmitglieder. Und haben Sie irgendein Tier, ein Problem, ein Anliegen, das Sie gerne mit einer Fachfrau diskutieren möchten, dann bitte ich Sie, rufen Sie einfach der Stefanie Raum an. Sie ist für Sie da, sie beratet Sie, sie hilft Ihnen dem Weg, dass Sie die Gesundheit von Ihrem Tier zusammen mit dem Wohl auch von Ihrer Familie entsprechend stärken können. Rufen Sie an oder schreiben Sie ein E-Mail. Wir blenden alle Adressen unten ein. Testen Sie es einfach mal so, die Desinfektionen mal zu machen, über den Mund, über die Nase, oder an die Stellen, die das Tier gerade sich gerauft hat oder wund ist. In dem Sinn hoffe ich, dass Ihnen die Sendung gut gefallen hat. Wünsche Ihnen alles Gute. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.